Hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir sind hier im Tempel des Erdlandes und suchen immer noch nach Prinzessin Zelda. Mal sehen, ob wir sie hier drin finden. So, erstmal auf die Karte gucken, was es hier so Schönes gibt. Drei Türen scheinen alle offen zu sein, aber leider sieht man nicht, ob die ein Gitter vorhaben oder nicht. Finde ich eigentlich schade, das hätten sie auch anmerken können, indem sie die Türen einfach rot färben oder so. Und ihr macht euch mal vom Acker. Ich denke mal hier geht's hoch. Jawohl. Und eine kleine Truhe. Mit 20 Rubinen. Mir ist bei meinen Aufnahmen übrigens aufgefallen, dass der Sound meiner Stimme sich ein bisschen verschiebt, aber ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Ist ja gerade mal vielleicht nur eine Sekunde oder so. Ja. Und beheben werde ich das Problem anscheinend erstmal nicht, weil ich finde, ist jetzt nicht so überwiegend. Und wenn ich da jetzt versuchen würde, die Tonspur zu verschieben, hinterher vermuckst ich da noch was. Lass ich das erstmal. Wenn ihr ein Problem damit habt, postet es mir, dann werde ich versuchen, es zu verschieben. Ansonsten lasse ich es wirklich so. Ich glaube, da müssen wir wieder den Käfer benutzen. Denn dort, wie ihr seht, ist auch so ein Schalter. Den müssen wir treffen. Tja. Auf der anderen Seite ist bestimmt noch einer. Fliegen wir mal rein. War doch hier, oder? Oh, wie der einfach mal so... Nein. Ach nee, hier war der Schalter. Sorry. Mein Fehler. Woanders war es wahrscheinlich mit zwei Schaltern, wo ich rüber musste. Ja, egal. Aber das ist, glaube ich, die einzige Art von Rätsel, die es hier gibt. Ansonsten gibt es nur Kleinigkeiten. Und hier haben wir schon einen neuen Gegner. Jeder kennt ihn bestimmt aus den anderen, aus dem anderen Zelda. Auch aus Ocarina of Time natürlich. Gebieter, ich habe einen neuen Typus von Gegner in der Nähe entdeckt. Er scheint äußerst überlegene körperliche Fähigkeiten zu besitzen. Schlage vor, ihn durch Drücken von Z anzuvisieren und mich mit Hilfe von Steuerkreuz runterzurufen, damit ich dir weitere Informationen über ihn geben kann. Wie die mir diese Information erst im zweiten Dungeon gibt, ich finde das echt toll. Das mache ich schon die ganze Zeit. Dies ist eine Exile Force. Der heißt hier anders als in Ocarina of Time, ich weiß. Diese kräftigen Wesen sind mit einem eisernen Handschild ausgestattet und verfügen über eine hervorragende Kondition. Ein Exalfoss zu treffen ist sehr schwierig. Versuche eine Lücke in seiner Schildabwehr zu finden. Der ist klar frei. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man benutzt das Schild im richtigen Moment, oder man macht so, was auch riskant sein könnte. Ich finde, wer mit dem Schild gut umgehen kann, der sollte das Schild benutzen. Aber man sollte... Von dem kriegen wir die schönen Echsenschwänze. Du hast einen Echsenschwanz erhalten. Dieser
Eidechsenschwanz, genau. Ist egal. Dieser Eidechsenschwanz ist mit stacheliger Kugel am Ende. Mit stacheliger Kugel am Ende lässt sich vielleicht sinnvoll verarbeiten. Ja, ich denke mal, wir werden gut welche brauchen. Deswegen hoffe ich, dass wir von allen Äxten hier auch welche bekommen, damit wir nicht mehr, also zumindest ich, nicht mehr hier rein muss. Ihr werdet davon ja nichts sehen, weil wenn ich farme, also wenn ich Gegenstände hole oder so und nochmal irgendwo zurückreisen muss, werde ich das natürlich nicht zeigen, weil ist ja langweilig. Und das ist, der nervigste Gegner in solchen Leveln überhaupt. Ein Lava-Klopper, Kopper. Genau, Lava-Klopper. Diese seltsame Kreatur lebt in glühend heißen Lava und wandelt heißes Gas in Flammen um, die es dann ausspuckt. Sobald er eine Gefahr erblickt, zieht sich der Lava, ich nenne die einfach jetzt mal Klopper, erschrocken in die Lava zurück. Wie man die besiegt, sagt man auch nicht irgendwie. Weil mit dem Schwert erreicht man die so schlecht. Und diese Flammen kann man zurückschleudern, aber nicht wirklich zurückschleudern, sondern eher... Ja... Naja, egal. Treffen halt nicht. Die prallen einfach nur ab. Und boom! So offensichtlich. Aber was ich wirklich gut finde, die Items, die man hat, werden auch wirklich überall benutzt. Also das hätte ich jetzt auch mit der Schleuder machen können. Ach ja. Das hätten sie auch mit der Wii machen können, hier die Steuerung mit, aber roll ich das Teil eben. Komm her, du. Komm her. Man kann auch mit dem Schwert darauf kämpfen, aber ihr habt gesehen, das war gerade nicht so toll. Und man sollte ab und zu stehen bleiben, weil wenn man länger macht, merkt ihr bestimmt, roll ich runter. Die Bam kann man einfach so überrollen. Finde ich übrigens geil, sowas. Kann man einfach so zerdetschen und rüber. Und das ist doch einer von den Mogmas. Verflucht. Sie ist nicht da. Ich habe sie bestimmt verloren. Vorhin verloren. Oh, du kommst genau richtig. Ich bin's, Ferry. Gut, dass ich dich hier treffe. Könntest du mir Gefallen tun und nach meiner Bombentasche suchen? Ich war auf der anderen Seite dieser Felsen, als plötzlich diese Monster auftauchen. Da bin ich abgehauen und muss sie dabei verloren haben. In der Tasche kann man Donnerblumen mitnehmen und jederzeit einsetzen. Ohne diese Tasche bin ich komplett aufgeschmissen. Bestimmt haben die Monster sie. Bring mir bitte meine Bombentasche wieder. Kein Ding. Wieder so ein roter Goblin. Die sind auch überall und auch in der Farbe rot. Später trifft man natürlich noch härtere Typen von denen, aber die roten, das sind ja echte Lachnummern hier jetzt langsam. Nein. Und... Und ich sehe schon, dafür brauche ich einen Schlüssel. So ein Mist aber auch. Mal schauen, wo wir den Schlüssel herbekommen. Also ich glaube hier bestimmt nicht. Oder? Mal sehen, wo mich das hinführt. So,
Grabstellen. Ich glaube nicht, dass ein... Oh, was haben wir denn da Feines? Na komm. Eine Fee. Die werde ich hier bestimmt brauchen, denn soviel ich weiß, bin ich hier schon mal gestorben, oder? Nee, ich bin nicht hier gestorben, sondern woanders. In der im dritten Dungeon war das, wo ich gestorben bin, aber ich denke mal, hier werde ich sie nicht benutzen müssen. Oh. Aber nützlich. Und dass die Fee so verdammt scheiß versteckt ist, ey. Richtig mies gemacht. Aber die wollen es ja auch schwerer machen als die anderen. Ach, man braucht doch keine Schlüssel. Ich dachte, da wäre ein Schloss vor. Na egal. Man sieht schon, Gegner. Zwei von der Sorte. Hm. Woran erinnert mich dieses Szenario? Ich denke mal, er kommt drauf. Diese Typen sind noch stärker und mieser als die aus Ocarina of Time. Oh. Die ergänzen sich, das ist mies. Wow. Und die wollen mich verarschen. Das ist ja Attacke, das funktioniert immer. Naja, fast. Oh. Na komm. Mach mein Schild nicht kaputt.